So, weiter geht's. Heute wollte ich mich mal ein bisschen damit beschäftigen, die erbeuteten Sachen sauber zu machen und fangen wir bei der Bremse an. Zunächst mal will ich die Bremsbeläge rausnehmen, aber bevor ich das tue, werde ich mal hier oben drauf den Bremsbelag markieren. Zum Beispiel den Bremsbelag, der hier in Richtung des Lüftungsventil geht. Ich nehme da einfach einen Körner und mache hier auf das Gehäuse oben drauf so eine Körnung, dann weiß ich, dass ich sie nicht verwechsel. Weil die Bremsbeläge haben bestimmt die gleichen Riefen wie die Scheibe auch und Riefen, wenn sie haben, sollen wir dann gleich am besten nicht verändern. So, die Beläge sehen noch ziemlich gut aus. Wo ist meine Markierung? Da ist die Markierung. Die haben extrem scharfe Kanten, diese Beläge. Erstaunlich. Na gut. Das ist hier die Haltefeder. Die Federn drücken also so auf die Beläge drauf, beziehungsweise so, und der Belagstift kommt da oben drüber. Das ist also hier das Prinzip. Der Belagstift hat hier so einen kleinen Halbring noch. Deshalb ging er wahrscheinlich so schwer raus. Sieht es also aus wie immer. Versuche mal gerade, ob ich die Beläge ein bisschen vorpumpen kann zum Reinigen. Stückchen ist gut. Da hat wohl auch noch nie jemand auch nur ein bisschen Kupferpaste spendiert. Diese scharfkantigen Beläge entgrate ich mal hier ein bisschen. So, gereinigt, da wird ein bisschen Kupferpaste wieder zusammengebaut, so wie immer halt. Der Pin wieder drauf. Hier sitzt der Bremslichtschalter und es scheint genau das gleiche Ding zu sein wie der Seitenständerschalter. Ha, toll, haben sie gut hingekriegt. Hätte ich auch so gemacht. So, was haben wir denn hier Schönes? Scheiben, Abstandshülsen. Ach, total verrostete Schrauben. Ich glaube, ich werde die mal. Sind beides die gleichen. Ich glaube, ich werde die mal gerade ein bisschen aufarbeiten. Die Löcher, wo die Schrauben drin sitzen, die habe ich auch schon sauber gemacht. Da kam eine ganze Wolke von diesem weißen Pulver raus. Genau diese Wolke, die hier auch rauskommt. Andersrum laufen lassen.
Ja, jetzt sehen die Komponisten schon wieder besser aus. Denen geht es auch nicht viel besser. Dann mache ich das Gleiche. So, das kommt erstmal alles zusammen in ein Döschen. Ich glaube, ich werde den Bremshebel mal abmachen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der möglicherweise noch nie irgendwelchen Schmierstoff gesehen hat. Das ist so ein interessanter Clip. Den dreht man rum und kann dann ziehen. Dann kann man die Bremspumpe erlösen quasi. Das Ding kann man dann rausziehen, aber das hängt da gut. Ich hoffe, er ist nicht gar zu fest. Doch, er ist gar zu fest. Jetzt nicht mehr. So. Na ja, Gott. Furztrocken, wie zu erwarten. Unten ist eine Scheibe mit einem O-Ring, die sitzt unten drunter. Dann kommt hier diese Feder zum Vorschein. Das wird wahrscheinlich ein bisschen. Ich hoffe, die ist nicht ganz so stark. Nee, es geht eigentlich. Die Feder hat gerade eine halbe Umdrehung, mehr ist es nicht. Also es ist. Ja, ein völlig trockenes Gelenk, wie ich es erwartet habe. Die Feder sitzt also hier so drin. Das ist also das Corpus Delicti. Furz trocken. Mit ein bisschen Kreide drin oder was das jetzt. Ein O-Ring oben und ein O-Ring unten an der Scheibe. Und dazwischen ja, ist im Prinzip dieses Teil. Mal sauber machen. Ja, dieses weiße Zeug, das sind meistens Reste von irgendwelchen Schraubensicherungsmitteln. Das macht auch an dieser Schraube, macht das auch ein bisschen Sinn, dass das existiert, das Zeug. Das muss man schon sagen. Das weiße Zeug kriegt man hier eh nicht ab. Die O-Ringe sind noch ziemlich gut. So, jetzt kommt hier mal ein bisschen Fett drauf. Dann muss das hier durch. Das hier drauf. Also, das Ding dazwischen machen. Dann das Gewinde ein kleines Stückchen reindrehen. Es wäre es günstig, wenn die Schraube fallen würde. Hat sie jetzt gemacht. Gut. O-Ring und Scheibe sind an Ort und Stelle. Jetzt nehme ich die Feder und ziehe die hier rum. Feder ist frei beweglich, Scheibe sitzt unten drunter, O-Ring hat es gedrückt. Gut.
Besten von dem überschüssigen Fett nehme ich hierfür. Da kommt dieses schöne Ding auch wieder rein. Zack. So, Bremshebel gefettet. Wieder einen Schritt weiter. Fein. Die Bremsbrühe wechsle ich, glaube ich, erst, wenn es wieder am Bike ist. Da tue ich mich ein bisschen leichter. Da liegt das hier nicht alles so dumm rum, sondern hat einen festen Halt. Ja, langsam wird alles ziemlich voll hier. Und da oben liegen auch noch ein paar monsterliche Brocken. Ich denke einfach, ich muss langsam mal schauen, dass ich wieder ein bisschen was zusammenkriege. Und der Grund, warum ich das ganze Hinterteil zerlegt habe, ist ja letztendlich der marode Stoßdämpfer. Und da will ich mich jetzt mal drum kümmern. Eigentlich wollte ich einfach ins Bauhaus gehen und eine Dose Farbe ausfassen, aber ich habe meinen Fitnesstrainer gefragt, der in seinem früheren Leben mal Maler und Lackierer war, was ich nehmen soll, was ich tun soll. Und er hat mir also gesagt, geh in den richtigen Farbenladen und kauf dir was Gescheites. Ja, das habe ich also gemacht. Ich habe die Investition getätigt. Ich bin also mal in den Farbenladen gegangen und das ist das, was man mir da empfohlen und in die Hand gedrückt hat. Boah. Das hier ist ein Roststabilisator. Eigentlich will ich den Rost loswerden und nicht stabilisieren. Was soll ich davon halten? Universalgrundierung, das soll ich also drauf machen, nachdem ich den Rost stabilisiert habe. Aha, stabilisiert der Rost unter einer Grundierung. Auch nicht schlecht. Ja, und dann gibt es schwarze Farbe. Ja. Und das Ganze hat so viel gekostet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich hoffe, es ist schwarz und gut und hält. Mit Lackieren habe ich ziemlich wenig Ahnung, muss ich sagen, wie von den meisten Sachen, die ich hier so mache. Aber was soll's, man probiert das einfach mal und wenn es nichts war, dann war es erst auch nichts, beziehungsweise schlechter kann es wohl nicht mehr werden. Schlechter als nämlich das. Okay. Ich fange jetzt erstmal damit an, die Feder auszubauen, weil es ist im Prinzip das Einzige, was hier lackiert werden muss. Eieiei, der Nachbarshund macht wieder ein Terz, hier ist ja unglaublich. Wenn ich hier Videos drehe, kann der wenigstens mal einen Schnabel halten. Ich werde also erstmal schauen, dass ich das Federbein ein bisschen entspannt kriege, dann tut es mich mit der Hydraulik ein bisschen leichter, das dann zusammenzupressen. Neulich hat mich einer gefragt, was das hier eigentlich unter der roten Kappe ist. Es ist ein ganz normales Autoventil. Da kann man Stickstoff reinfüllen. Normalerweise sind diese Dinger mit Stickstoff gefüllt. Vielleicht hat er auch eine Luft reingefüllt, vielleicht ist es auch so gedacht, dass der Fahrer selbst an der Tankstelle da seinen Vordruck mit Luft ändern kann, weiß ich nicht. Ich habe kein Manual zu dem Ding, aber ich mache da erstmal nichts. Ich mache das Käppchen wieder drauf und freue mich, dass ich es nicht verloren habe. Hoffentlich passt der Schlüssel von meinem Wilbers-Federbein von der MT, aber ich gehe mal davon aus, dass er das macht. Ach, das ganze Ding dreht sich mit. Aber das soll mir jetzt auch egal sein. Es geht schön leicht und man hat kaum noch Spannung drauf. Ich habe das Gefühl, ich brauche meine Hydraulikpresse gar nicht zu benutzen. Ha, das ist ja cool. Wenn man das hier einfach ganz runterfährt, an den unteren Anschlag, wo ich genau jetzt bin, kann man offensichtlich die Verriegelung schon mit der Hand rausnehmen und die Feder auch. Da hat es gar keine Hydraulikpresse gebraucht. Umso besser. Dämpfen tut, ohne Zweifel. Vielleicht hätte man sich jetzt noch merken können, dass der enger gewickelte Teil nach unten gehört zum Verstellmechanismus, beziehungsweise eigentlich ist das ja hier oben. Aber ich denke mir mal, die Orientierung der Feder ist auf fast allen Videos sowieso zu sehen. Hier zu sehen ist der zerbrochene Bumper, aber wenigstens ist er noch so weit heil, dass er an einem Stück ist. Ich hole mal ein bisschen den Dreck aus dem Gewinde. Ja, und ab jetzt wird es wohl so mühselig werden, wie sich's jeder vorstellt. Es gibt auch einige Stellen, die sind nicht verrostet, aber die Farbe muss trotzdem ab. Und das ist auch ziemlich mühsam. Das mit dem Dremel funktioniert zwar auch gut, aber der Akku ist relativ schnell leer und der Motor relativ glühend heiß. Und das ist relativ sinnlos. Das mache ich mir dann schneller kaputt, als die Sache wert ist.
So, jetzt habe ich das Ding mal auf Drehzahl gebracht. Wie heißt es so schön? Gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Mit Tools vor der Abglühgrenze, mit vielen Auskühlphasen, die sie gebraucht haben. Und auch einigen Fräsern, die es gekostet hat und sonstigen Hilfsmitteln. Habe ich es jetzt also geschafft, diese Feder wieder blank zu bekommen. Und wenn jemand glaubt, das war richtig viel Arbeit, ja, das war richtig viel Arbeit. Ich habe das nämlich extra gemacht, damit der Roststabilisator den Rost nicht mehr stabilisieren kann, weil nämlich keiner mehr drauf ist. Ha! Aber bevor der Roststabilisator auf dumme Gedanken kommt, werde ich das Ganze nochmal mit Bremsenreiniger absprühen. Nochmal eine Wäsche. Jetzt glaube ich, habe ich lange genug rumgeschwätzt. Jetzt müsste das Ding eigentlich abgedampft sein. Das möchte ich auf jeden Fall heute noch fertig kriegen, weil das Ding rostet schneller nach, als die Katzbatterie auf dem Dach ist. Ah ja. Ich denke, wenn man das relativ dünn bestreicht, dann ist das schon okay, ohne mich dann nennenswert einzusauen. Naja, schon. Das Zeug ist also nach einer Viertelstunde ungefähr anfasstrocken, aber es steht an der Betriebsanleitung, dass man ungefähr 18 bis 24 Stunden warten soll, bis man den nächsten Bearbeitungsschritt macht. Ja, und das klingt irgendwie wie Feierabend. So, das Federchen hat jetzt 24 Stunden getrocknet und ich sprühe jetzt mal die erste Grundierung. Mal schauen, wie das aussieht. Ui, hübsch. Getrocknet ist, drehe ich es rum und mache das von der anderen Seite nochmal. So, die Feder ist jetzt über Nacht schön getrocknet, beziehungsweise der Voranstrich, die Grundierung. Und ich will ich mal im Laufe des Tages mehrere Schichten von dem schwarzen Lack aufbringen. Mal gucken, ob das klappt. Was ist das für ein Trick? Da ist ein Reindrückverhinderer drin. Ha, sehr cool. So was habe ich ja nie erlebt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ah. Jo, ich denke, fürs Erste genügt das. Trocknen lassen und dann nochmal. So, jetzt gibt es den allerletzten Layer Graffiti. Am spannendsten ist die Frage, ob die Farbe hält, wenn die Feder federt. Da bin ich sehr gespannt. So, noch einmal trocknen und dann wird zusammengebaut. Dann wird endlich mal wieder was zusammengebaut. Man glaubt es kaum. So, jetzt sind wieder ein paar Stunden vergangen. Und jetzt schaue ich mal, ob das Ganze schön trocken geworden ist. Hier ist noch ein bisschen. Ja, ich finde, es ist recht gut geworden. Keine Rotznasen dran, keine blanken Stellen mehr. Richtig cool. Ob die Farbe dran bleibt beim Federn, wird sich noch zeigen. Aber erstmal ist es schön. Dann will ich es mal wieder zusammensetzen. Das Teil. Der enge Teil der Feder kommt nach unten, so war es doch. Jetzt kann man das langsam wieder nach oben schrauben. Ah, dann hat sich auch die Kontermutter getrennt. Na also, wie praktisch. Für das leichte Damenfahrrad mache ich jetzt mal Motorrad, Entschuldigung, mache ich jetzt mal nicht zu viel Vorspannung. Wieder ein bisschen kontern.
Hier habe ich noch gar nicht ausgefegt, Mensch, wie nachlässig von mir. Irgendwas in mir hat diesen Part wohl unterdrückt. Psychisches Problem. Ha. Asche über mein Haupt. Und ich dachte, ich hätte alles schön sauber, aber da war noch was. Erstaunlich, hier ist überall Kupferpaste verwendet worden. Diese Kupferpaste hat jetzt inzwischen so eine Konsistenz von, weiß nicht, Kleber, getrocknetem Kleber. Viel Sinn hat das an dieser Stelle nicht. Es ist ja immer die Frage, wie man gewisse Dinge schmieren will. Und ich habe mich jetzt entschlossen, in dieses kleine Löchelchen hier ein bisschen Öl reinzupressen. Und das funktioniert ziemlich gut. Das ganze Ding ist dann nämlich sowas von mit Öl voll, sodass das dann richtig gut geschmiert wird. Mal gucken, ob ich das hier mal gerade zeigen kann, was das für eine Sauerei gibt. Man drückt ja also rein und pumpt mal kurz und da quillt jetzt hier überall das Öl raus. Ah, schön. Ja, ein bisschen Überdruck gibt es auch. Jedenfalls ist dieses Gelenk geschmiert. So gut wie es geht. Ja, und das könnte man ja so ab und zu mal machen, vielleicht so einmal im Jahr, so beim Ölwechsel oder so, dass man dran denkt, diesen Nippel mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Als nächstes fette ich mal ein bisschen die Schwingenlage. Die waren zu meiner Freude richtig gut und auch gut gefettet. Hier in der Mitte nützt Fett eigentlich nur gegen Korrosion. Schmiereigenschaft ist hier nicht gegeben, auch nicht notwendig. Das sind drei Stück, zwei ganz normale Unterlegscheiben und ein Abstandsverringerer. An welcher Seite der kommt, ist eigentlich egal. Der war auf der linken Seite gewesen, da tue ich ihn halt auch wieder hin. Gebt ihr mit ein bisschen Glück. Finger sauber machen. Und dann erster Versuch. So, jetzt muss ich schauen, dass ich die beiden hier noch dazwischen kriege. Irgendwas behindert hier mein Einfühlungsvermögen. Von den Schimps bin ich, glaube ich, vorbei. Eigentlich müsste er kommen. Die Grube, das ist gut. In die Grube kommt jetzt der Ring. So, schön eingerastet. Eine meiner kleinen Bürstchen nehme ich immer zum Verteilen von Fett in Hohlräumen, so ein bisschen als Rostschutz. So, die Klemmschrauben bekommen dann 25 Newtonmeter. Hier bereite ich das jetzt wohl auf die Aufnahme des Stoßdämpfers vor. Schraube hier so rein, dann kriegt ihr auf diese Seite eine Scheibe, weil auf die andere Seite passt keine Scheibe, weil der dieses angeschweißte Ding da ist. So, und jetzt muss man das ein bisschen reindrehen, so dass der Stoßdämpfer noch dazwischen passt. Dann kommt diese Schraube auf die andere Seite.
Und jetzt versuche ich mal, diesen ganzen Kram wieder irgendwie zusammenzukriegen. Erstmal die Schwinge mal ein bisschen hochhängen vielleicht. Erstmal muss ich den Stoß einfach einfädeln wahrscheinlich. Das heißt, der muss von hier aus kommen. So hängt. Dann kommt der Überrollbügel, hätte ich beinahe gesagt. Der hier, hier werde ich noch schön die Lager fetten. Also hier diese Dinger. So beliebig viel kann man da gar nicht reinmachen, weil es wird dann sowieso irgendwie wieder nach innen. Nette Sauerei. Jetzt kommt das andere. So, also. Das kommt so dazwischen und das kommt so dazwischen. Fett an diese Übergabestelle. Und dann war ja die Schraube mit den beiden Scheiben hier. Wo es also schwierig war, das hier an dem Rahmenstück vorbeizubringen, deshalb muss ich es jetzt erst drauf machen. So. Setze ich die Schraube mal leicht an. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann muss das hier so dazwischen und zum Schluss kommt dieser Bügel da rein. Ja, das müsste schon gewesen sein. Jetzt kann ich schon langsam mal versuchen, hier unten die Schraube vom Stoßdämpfer hier, die untere Halteschraube da reinzubekommen. Dazwischen. Da kommt jetzt eine Achse durch. Das ist die relativ lange Achse. Jetzt hier durchkommt. So, fein. So, hier drin sind also diese Hülsen, die darf man nicht vergessen, hüben und drüben. Dann kommt das so und das so. So vielleicht. Und jetzt kommt noch der letzte Bolzen hier oben durch. So, gut. Hol dem, der einen langen hat. Gehst rein. Thank you.
So, 1, 2, 3, 4. Die sind also alle erledigt. Das sind kleine M8er, die kriegen mal 20 Newtonmeter. So, wie ging das jetzt hier? Das ging. Im Prinzip passt das so. Das quietscht beim Einbauen, das gefällt mir nicht, wenn es nur einmal quietscht, das ist schon mal irgendwie Käse. Das ist irgendwie Käse, wenn es beim Einbauen quietscht. Deshalb kommt jetzt hier ein bisschen Silikonfett rein. Und auch auf den Gummi. Und hier ein bisschen Schraubensicherungsmittel drauf. Weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass da auch welches drauf war. Dass dieses weiße Pulver, was da immer rauskommt. Und nichts quietscht mehr. Komisch, eben hatte ich den. Ach, da steckt der. Das ist doch immer das Gleiche. Und was auch immer das Gleiche ist, dass Schraubensicherungsmittelfläschchen immer umfallen. Grundsätzlich, die können gar nicht anders. Erstaunlich. Bei mir fallen die immer an. Ja, das ist ja fast schon wieder ein Motorrad. Mein Gott. Hier kann man sogar schon wieder elektrische Verbindung verbinden. Und irgendwann einen Kabelbinder spendieren. Ah, hier genau, hier kommt ja noch dieser Erdungspunkt da drauf. Stimmt ja. Ah. Wo war die Mutter für den Erdungspunkt? Kettenspanner sind wohl völlig identisch. Kriegen ein bisschen Fett an den Stellen, wo sie gleiten. Genau genommen kriegen sie überall ein bisschen Fett, damit sie nicht nur gut gleiten, sondern auch damit sie nicht so verrosten. So, jetzt kommt das Hinterrad wieder zum Zug. Hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Hier war diese Hülse. Die kann man mit ein bisschen Fett hier in den Kettenradträger rein. Ich
Ups. So, dann kam diese Hülse noch da oben drauf. Die gibt es nur an dieser Seite. Auf der anderen Seite war ja nichts, auf der anderen Seite war die Bremsscheibe. So, mal schauen, wie wir das bei der gut hinkriegen. Das Schraube ist immer ein bisschen anders. So, das müsste die Achse eigentlich fast durchpassen. Ein bisschen Fett. Dann kommt dieses Ding, das habe ich gerade gebogen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe es gerade gebogen, ich hoffe, dass das gedeckt hat. So. So, gut. Hinterrad ist drin, Kette wird gespannt, wenn sich das Hinterrad frei drehen lässt. Das heißt, wenn der Montagehebel wieder drunter steht. Ja. Das war's mal wieder für heute. Wir haben 23 Uhr und 2 Minuten. Das war wieder ein langer Montagabend. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich so fertig aussehe, wie ich jetzt bin. Aber irgendwie würde ich sagen, gute Nacht. Und Monsterle, auch gute Nacht.